Der Faktist, präsentiert von Johnson & Johnson. Zusammen für eine gesunde Schweiz. Wenn es darum geht, politische Wahrheiten von Unwahrheiten zu unterscheiden, schneiden konservativ eingestellte Menschen schlechter ab als liberal gesinnte. Dies zeigt eine soeben publizierte US-amerikanische Studie. Interessant an dieser Studie dünkt mich die Tatsache, dass sie vor dem Sturm auf das Capitol und auch vor der Pandemie durchgeführt worden ist. Das heißt also, dass die Turbulenzen der letzten anderthalb Jahre sie nicht verfälschen oder beeinflussen. Sie stellen also so etwas wie einen Grundzustand dar. Dass Menschen, egal ob konservativ oder liberal eingestellt, eher Dinge glauben, die ihre eigene Position stärken, ist bekannt. Aber, so zeigt die aktuelle Studie, bei konservativen Menschen führt dies dazu, dass sie Wahrheiten eher ablehnen und Unwahrheiten eher akzeptieren. Einer der Hauptgründe für dieses Phänomen ist gemäß der Studienautorin Kelly Garrett, sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Ohio State University, ist das amerikanische Mediensystem, welches stark geteilt ist zwischen liberale und konservative Medien. Aber wir können auch für die Schweiz einiges daraus ableiten. An der Studie teilgenommen haben zwischen Januar und Juni 2019 1204 Amerikanerinnen und Amerikaner im Erwachsenenalter. Sie bekamen eine große Anzahl von politischen Meldungen vorgesetzt, wo sie entscheiden mussten, ob sie sie für wahr oder unwahr halten. Und sie mussten angeben, wie überzeugt sie von ihrer Entscheidung sind. Insgesamt waren es 240 Meldungen zu den verschiedensten Themen und mit verschiedensten Standpunkten. Anschließend wurde auch die politische Gesinnung der Personen erhoben. Insgesamt neigten sowohl liberale wie auch konservative Menschen dazu, Geschichten zu glauben, die ihren eigenen Standpunkten dienten, egal ob wahr oder unwahr. Aber es gab dennoch krasse Unterschiede, zum Beispiel bei der Bewertung der folgenden wahren Aussage. Eine Untersuchung der Homeland Security hat ergeben, dass in mehreren texanischen Einrichtungen für Migranten gravierende Mängel bestehen, extreme Überbelegung und schwerwiegende Gesundheitsrisiken. Zur Erinnerung, das ist richtig. Von demokratisch eingestellten Leuten haben das 54% geglaubt, von Republikanern nur deren 18%. Umgekehrt ist das Resultat bei folgender falschen Aussage. Hillary Clinton habe mit Russland den Verkauf von 20% der amerikanischen Uranreserven abgesprochen und im Gegenzug dafür von Russland Spenden für die Clinton-Stiftung erhalten. Das ist Fake und entsprechend haben es nur 2% der Demokraten geglaubt, aber 41% der Republikaner. Krass auch der Befund, wie die Leute einschätzen, wem Wahrheiten oder Unwahrheiten nützen. 66% glaubten, dass Befunde, die wahr sind, für die Liberalen von Vorteil sind und aber nur 10% ein Vorteil in wahren Aussagen für Konservative sahen. Umgekehrt glaubten 46%, dass die Unwahrheiten den Republikanern nützen, aber nur 23% waren der Ansicht, dass die Unwahrheiten den Demokraten nützen. Dazu sagt die Studienleiterin, wir sehen, dass virale politische Unwahrheiten tendenziell Konservativen zugutekommen, während Wahrheiten eher Liberale begünstigen. Ein Grund für diese Differenz sieht die Studie darin, dass konservative Menschen eher ein enges Informationsspektrum nutzen, während liberal gestimmte Personen ein breiteres Angebot von Informationen nutzen. Doch, so die Studienleiterin, das sei nicht der einzige Grund, denn selbst wenn man die Informationsumgebung berücksichtige, neigen konservative Menschen immer noch dazu, eher Unwahrheiten zu glauben, als dies liberale Menschen tun.
Woran das liegt, kann man nicht genau sagen. Jedenfalls ist es nicht ein generelles Unvermögen, wahr von falsch zu unterscheiden. Denn wenn man den Befragten Aussagen ohne politischen Inhalt vorlegt, waren beide etwa gleich gut. Je mehr aber die sachlich korrekten Aussagen als politisch erkennbar waren, desto besser schnitten liberale Menschen gegenüber Konservativen ab in der Unterscheidung von wahr und unwahr. Das sei relevant für die Demokratie, sagt die Studienautorin, denn die Demokratie gerate ins Wanken, wenn die Leute Schwierigkeiten haben, sich darauf zu einigen, was wahr ist. Was ist die Lösung? Es braucht in der Schule möglichst früh Medienkunde. Denn surfen und News konsumieren tun die Kids sowieso. Aber sie müssen lernen, wahr von unwahr zu unterscheiden.